Streuobstbestand an der alten Pfinz in Neutat, südlich des Siebenerlensees. Man nehme eine Wiese, mähe sie 1 bis 2 Mal im Jahr, pflanze Äpfel, Birnen, Kirsch- und Pflaumenbäume bewährter Hochstammsorten, einzeln oder in Reih und Glied, und fertig ist die Streuobstwiese. Nach diesem Rezept entstanden seit dem Mittelalter in Süddeutschland in der Umgebung der Dörfer großflächige Streuobstbestände. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe prägen aktuell noch ca. 6.800 Hektar dieser traditionellen Bodennutzung das Landschaftsbild. Das Landratsamt Karlsruhe hat innerhalb des landesweiten Aktionsplans Biologische Vielfalt, mit dem 111 besonders gefährdete Tier- und Pflanzenarten unterstützt werden, die Patenschaft für den Steinkauz übernommen. Gleich wird Landrat Dr. Christoph Schnaudiegel gemeinsam mit Bürgermeister Sven Weigt und den Vertretern der Projektplaner die erste Nisthilfe für diese Eulenart anbringen. Doch zuvor müssen, wie bei diesen Anlässen üblich, noch einige Reden gehalten werden. Warum machen wir diesen Termin? Das Land Baden-Württemberg hat im letzten Jahr eine Aktion gestartet, 111 Arten Biovielfalt. Und diese 111 Arten wurden ausgesucht. Das sind Arten, die gefährdet sind, die eben bedroht sind, und es sind ganz unterschiedliche Arten. Das sind Pflanzen, das sind Libellen, das sind ganz viele Käfer, Heuschrecken, Moose, alles Mögliche. Und darunter war eben auch der Steinkauz. Und das Land wollte, dass Landkreise vor allem, aber auch Städte oder Gemeinden, Patenschaften für solche bedrohten Arten übernehmen. Und das wollen wir heute natürlich auch mit so einer Aktion, und die Presse wird ja darüber berichten, dann auch werben, dass Streuobstwiesenbesitzer, und der Steinkauz kommt eben, er lebt eben sehr gern in den Streuobstwiesen, dass die eben auch durch den Erwerb von solchen Nistkästen, von mir aus können sie es auch selber bauen, ist mir egal, aber vor allem durch das Anbringen dann auch der Nistkästen, aber die Lebenshilfe ist sicher froh, wenn sie den einen oder anderen dann auch noch eben verkauft bekommt, einen Beitrag dazu leisten, dass wir eben diese biologische Vielfalt auch bei unseren Streuobstwiesen haben. Und dass die Streuobstwiesen landschaftsprägend bei uns sind im Landkreis Karlsruhe, ich glaube, das brauche ich nicht mehr ausdrücklich betonen. Deshalb gibt es ja auch diese vielen Initiativen. Und wenn wir schon bei dem Thema Streuobstwiesen sind, dann haben wir gedacht, wir lassen es nicht nur alleine mit dem Steinkauz jetzt bewenden, sondern wir machen gleich noch eine weitere Aktion, da wird ja auch Hinsbach nachher was zu sagen, noch mit den Wildbienen. Im Grunde genommen etwas Ähnliches. Wir werben dafür, dass wir in den Streuobstwiesen, aber nicht nur da, eben auch Wildbienenhotels oder Häuser dann auch anbringen. In diesem Sinne, glaube ich, haben wir jetzt schon einige Aktionen. Ich glaube, es gibt so vieles hier im Landkreis, was man dann noch miteinander vernetzen kann, dass man wirklich sagen kann, also diese Patenschaft besteht dann nicht nur auf dem Papier, sondern die wird dann tatsächlich auch gelebt. Und deshalb freut es mich, dass Sie hier da sind, dass Sie dann auch darüber berichten und dass wir vielleicht mit dieser Aktion auch wieder einen Beitrag dazu leisten, dass eben noch die biologische Vielfalt bei uns im Landkreis, speziell jetzt bei Kauz, beim Steinkauz, aber natürlich bei allen anderen Arten auch weiter auch gefördert oder zumindest auch erhalten bleiben. Herzlichen Dank. Und ich darf das Wort noch an den Herrn Bürgermeister geben, dann wird noch nicht was sagen. Ja, bitte. Herr Menzel, also ich freue mich unglaublich, dass die Initiative um den Steinkauz und vor allen Dingen unser neu gegründeter Verein Lebendiges Biotop so in den Fokus rückt und vor allen Dingen, dass auch so eine besondere Wertschätzung stattfindet. Also ich denke, das ist auch eine gewisse Auszeichnung, dass jetzt der Steinkauz nach so vielen Jahren sogar in so einen prägnanten Punkt bekommen wird auf den Flaschen. Das füllt Sie mit Stolz, mit Sicherheit, uns auch und meinen Vorgänger, der damals sehr aktiv mit dabei war. Aus einer kleinen Idee, einfach von dem Gespräch, dass hier Steinkäuze da sind, wir waren dann vor Ort, haben uns fasziniert, ist jetzt etwas ganz Besonderes entstanden. Und das ist nur eine Tätigkeit, die der Verein innehat. Menzel haben noch verschiedene andere Dinge angesprochen. Da geht es nicht nur um die Gestaltung von Lebensraum, sondern es geht auch um die Frage, wie nutzen wir unseren Lebensraum? Zum Beispiel mit Anleihenpflicht verbunden, zum Beispiel mit Hütten im Außenbereich und vieles anderes mehr.
Und ich freue mich deshalb so besonders, weil das eine Gemeinde als Institution, als Behörde gar nicht allein so umsetzen kann. Die Sensibilisierung in der Bevölkerung von oben nach unten funktioniert so nicht, sondern es funktioniert nur, wenn man eine breite Bevölkerung dafür gewinnen kann. Ein Dankeschön nochmal, ein Dankeschön an den Landkreis. Als ich glaube, das ist eine beste Auszeichnung, die man sich nur vorstellen kann, die man hier nach so langer Zeit bekommt. Und machen Sie weiter so, die Unterstützung auch seitens der Gemeinde haben Sie. Und ich freue mich auch, dass die Lebenshilfe hier so engagiert ist. Vielen Dank. Wir als Streuobstinitiative können es beide auch damit an, die Streuobstwiesen zu erhalten als Lebensraum, als vielfältiger Biotop in unserer Kulturlandschaft. Und da gehört natürlich Steinkauz, da gehören eine ganze Reihe von Arten auch dazu. Und es ist ja auch so, das Saftprojekt läuft ja so, dass wir es ehrenamtlich betreiben. Und wenn Gewinne aus dem Saftverkauf da sind, werden die auch in Naturschutzmaßnahmen wieder investiert. Von dem her passt es natürlich wunderbar zusammen, dass wir da jetzt ein Gemeinschaftsprojekt für den Steinkauz, auch für die Wildbienen dann machen können. Zu dem Projekt gehören natürlich die Partner, Landkreis, Streuobstinitiative, der Verein Lebendiges Biotop, die sich auch nachher dann um die Nistkästen kümmern. Es ist ja nicht nur damit getan, dass wir die auf die Bäume raushängen, sondern die müssen natürlich auch regelmäßig betreut werden. Es muss kontrolliert werden, dass da nichts schief geht oder dass sie einfach auch gereinigt werden. Und auch der Erfolg muss man ja mal sehen, wie gut werden sie angenommen. Muss man vielleicht auch mal einen Kasten wieder umhängen, muss man woanders hinbringen. Und natürlich auch ein wichtiger Partner, die Lebenshilfe, die Steinkauzröhren oder auch die Wildbienenhotels herstellt. Ich denke, da immer ein sehr guter Partner, der engagiert dran geht. Und ich denke, das ist eine wunderbare Kooperation. Wir haben in Baden-Württemberg ja 50% der Streuobstbestände von ganz Deutschland. Und haben auch damit eine Hauptverantwortung für den Lebensraum, den wir ja da jetzt auch im Fokus haben mit dem ganzen Gemeinschaftsprojekt. Und die Problematik zeigt sich hier ganz deutlich. Es sind auch rund 50% der Bäume, die überhaupt nicht mehr gepflegt werden draußen. Weil kein Interesse mehr da ist, kein wirtschaftliches Interesse und dadurch natürlich das Ganze ja, irgendwo ins Abseits gerät. Mit der Initiative versuchen wir ja genau an dem Punkt anzusetzen, dass wir die Leute wieder wirtschaftlich in die Lage versetzen, zu sagen, okay, es lohnt sich, der Streuobstwiese zu pflegen. Ein weiteres Drittel etwa der Bestände wird nur sporadisch gepflegt und nur gerade so knapp 20% wäre regelmäßig im Schnitt gehalten, wie es eigentlich für den Lebensraum und für die Bäume notwendig wäre. Von der Seite her ist die Befürchtung ganz groß, dass die Bestände in den nächsten Jahren, in den Jahrzehnten noch gewaltig abnehmen. Umso wichtiger ist, dass man einfach den Lebensraum im Fokus behält und was dafür tut, weil unser Land ist hauptsächlich, oder in Deutschland eigentlich das Land, wo durch Streuobstwiesen geprägt wird. Umso wichtiger ist es, dass wir da auch die Verantwortung übernehmen. Und ich denke, da sind wir auch über das Land, über das Ministerium immer wieder dran, an Förderinstrumenten dann auch mal weiter zu entwickeln. Aber es ist ein ganz dickes Brett, das da gefordert werden muss. Aber gerade die IG Steinkauz, sage ich mal, ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie wir so einen Sympathieträger doch schon, was du gesagt hast, Ego, und wie das weitergeht. Und in Unteröbisheim werden jetzt die Kästen von der Lebenshilfe aufgehängt, da werden sie bügig aufhängen und wir haben Kontakt nach Dettenheim. Vor 5 Jahren haben wir angefangen, wir haben schon in Freiland ein brütendes Paar, der Jürgen hat auf der Gemarkung hier jetzt rufende Eule gehört, aber es dreht sich ja eigentlich gerade um die Eule. Die Eule transportiert eigentlich die Idee, wieder den Naturschutz draußen vor der eigenen Haustür, sagen wir mal, zu beginnen oder weiterzumachen. Es sind ja viele Dinge sind ja in den letzten Jahren eingeschlafen. Der Natur, wir erleben ja, sagen wir mal, auch vor der eigenen Haustür, so eine Art Naturentfremdung. Und gerade über solche Maßnahmen können wir dieser Naturentfremdung, sagen wir, entgegenwirken. Wir haben 2011
Man hat sich Gedanken gemacht und man weiß ja von Rio her, dass die Ziele leider nicht erreicht worden sind. Umso mehr ist es wichtig, dass wir divers sind im Verein wie auch in der Natur. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier weiterhelfen, dass wir weitere Mosaiksteine, das ist ja oft angesprochen, deswegen will ich es nur ganz kurz machen. Wir sind dafür da, dass wir diese Ziele, die nicht erreicht worden sind, dann etwas später doch erreichen. Das ist unser Hauptziel mit allen Facetten, die dazu beitragen, dass wir das dann doch schaffen. Das wäre es nur ganz kurz von meiner Seite. Gibt es denn auch zwei Schreinereien in den Werkstätten? In der einen Werkstatt in der Molkestraße läuft das Nichtkastenprogramm. Ja, und da war das halt einfach eine wichtige Sache, dass wir da anspringen, dass wir da mitmachen können. Und wir können den Gedanken halt auch kommunizieren, können das unseren Menschen aufzeigen, was wir da Tolles machen und sind da immer dran interessiert, irgendwas in der Richtung. So, und nun geht's endlich los. Der erste Nistkasten wird aufgehängt. Zuvor aber noch eine kurze Erläuterung. Und wenn dann ein Steinmarder kommt, der den Steinkauz gern fressen möchte, als Feind, als natürlicher Feind, dann schafft er das nicht, diese 6,5 cm im rechten Winkel zu umgehen. Und somit geht er herein und will darüber und kommt nicht rein. Das ist ausgedichtet, das ist ganz ruhig. Und somit kriegt er noch Licht und so weiter. Also das ist so der Innenraum, der kriegt dann noch so ein bisschen Mulchmaterial hier rein, der Kasten, weil die Steinkäuze selber kein Nistmaterial wie Feldsperling oder sonst andere Vogelader machen. Der braucht also da so ein bisschen Mulm rein, wie das in so einer Baumhöhle auch natürlich vorkommt. Er kommt jetzt da auf der Arsch. Ach so, das ist aber ja schon geschafft. Ja. Schon mal nur. Dann holen wir wieder runter. Ich mach doch oder? Mehr. Ja, ja. Also ich brauche. Ja, ja. Muss ich muss erst jemand. Ja, wie man hört, hat die ganze Angelegenheit allen Beteiligten offensichtlich auch Spaß gemacht. Da fällt das nicht mehr runter und wir machen, ich habe jetzt eine längere Runde dabei. Also, Herr Weig, wenn Sie vielleicht auch nochmal mit der Bohrmaschine so gerade so hier... Ich sehe überhaupt keinen Handwerker. Ich glaube, da muss noch einer drauf. Wir müssen mal hoch und warm machen. Genau. So sieht es ja auch blöd aus, oder? Oder? Also, noch weiter mal hoch vielleicht. Man kann jetzt noch den runter in der Boden, die lange... Vielleicht nochmal. Ja, die lebendige Biotop. Also wenn jemand was wissen will, wie man das dann richtig macht, der Verein lebendiges Biotop gibt, den da aufzuhängen oder sowas. Oder nach dem Namen. Genau, ganz genau. Ja, genau. Genau. So. Die Wildbienen, Blödsphäre vor allem. So ging, dass die Morgensonne draufkommt. Das hat zwei Effekte. Einer, morgens ist eine Hauptaktivität von der Wildbienen. Das sehen wir an den Hohlwegen. Dort haben wir praktisch vergleichbare Nachtlöcher, die der Morgensonne wirken. Ne? Nachdem das halt immer voll durchnässt wäre, auf der Seite ist es jetzt einfach auch besser geschützt. Auf der Seite passt das jetzt.